Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kochen wir gemeinsam Krautroulade oder wie wir die Rumäner sagen, Sarmale. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und viel Glück beim Kochen. Für dieses Rezept brauchen wir 1 Kilogramm faschiertes Fleisch gemischt, 250 Gramm Zwiebel, 100 Gramm Reis, eine halbe Teelöffel Salz, eine halbe Teelöffel Pfeffer, 2 bis 3 Zweigen Thymian, 2 Dosen gehackte Tomaten und ein großes Sauerkraut. Mehr brauchen wir nicht, leg mal los! Bevor ich zum Kochen angefangen habe, habe ich den Zwiebel klein geschnitten und das Sauerkraut für ca. 30 Minuten in einen Schüssel mit kaltes Wasser hingelegt, so dass das Kraut ein bisschen von Salzgeschmack verliert. Als erstes habe ich mit der Füllung angefangen. Ich habe mir einen großen Schüssel ausgesucht, in dem ich das Fleisch reingetan habe, Zwiebeln, Reis. Ich habe vorher den Reis mit kaltes Wasser gewaschen, die 2 Dosen gehackte Tomaten, Pfeffer, Salz und Thymianblätter. Ich habe danach alle Zutaten gut vermischt, bis eine homogene Masse entsteht. Als nächstes habe ich die Krautblätter mit einem Messer voneinander getrennt, aber sehr vorsichtig, damit ich die anderen Blätter nicht verletze. Danach habe ich den harten Teil von dem Krautblatt entfernt und auf die Seite gelassen, weil den wird man später wieder brauchen. Ich habe das Krautblatt so geteilt, dass ich so viel wie möglich von dem Blatt benutze und beim Einrollen sehr einfach ist. Jetzt nehme ich eine Hand voll Fleisch und forme es in der Hand, bis ich die gewünschte ovale Form erreicht habe. Und anschließend rolle ich es in mein Sauerkrautblatt ein. Die Krautroulade in der Hand halten und mit den Finger die Enden hineinstopfen. Sollte es mit Einrollen von Anfang an nicht klappen, keine Sorgen, denn sowas braucht ein wenig Übung. Jetzt bin ich mit Einrollen fertig. Ich habe ca. 30 Krautrouladen bekommen. Und die ausgeschnittenen Krautreste habe ich klein geschnitten. Diese habe ich dann in einem großen Topf verteilt. Und damit verhindere ich, dass die Krautrouladen am Boden des Topfes verbrennen. Jetzt fangen wir die Krautroulade in den Topf reinzugeben, eine hintereinander und so dicht wie möglich. Damit während dem Kochen die Krautroulade nicht aufgehen. Wenn eine Reihe vollständig ausgelegt ist, lege ich noch eine Schicht gehacktes Sauerkraut. Jetzt legen wir die zweite Reihe Krautrouladen und so machen wir es weiter, bis den ganzen Topf voll ist. Zum Schluss kommt das restliche gehackte Sauerkraut darüber. Anschließend habe ich Wasser eingefüllt, so dass der Inhalt komplett mit Wasser abgedeckt ist. Die Krautroulade müssen für 90 Minuten auf mittlere Hitze köcheln. Zu den Krautroulade empfehle ich Polenta.
Dafür brauchen wir 200 Gramm Maismehl, 1 Liter Wasser und ein wenig Salz. Beim Polenta ist es sehr wichtig, man muss es sehr oft umrühren, weil sonst verbrennt sich und biegt aus dem Topf. Und auch sehr vorsichtig sein, weil Polenta spritzt und ist sehr, sehr heiß. Wenn die Polenta noch nicht fertig gekocht ist und auch kein Wasser mehr drinnen ist, einfach Wasser nachfüllen, aber nicht zu viel, eher nach Gefühl. So schaut das fertige Gericht aus. Dazu habe ich noch ein wenig Polenta dazugegeben und mit gehacktem Sauerkraut serviert. So, meine Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Essen hat euch geschmeckt. Und bis nächstes Mal. Tschüss!